So, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon. Erkundungsteam Himmel. Im letzten Part haben wir versucht, eine Galoon-Quest zu erledigen, in der ich aber leider relativ schnell one-hitted wurde von einem Flug-Pokémon. Deswegen sollte ich jetzt darauf achten, dass Glumanda mich bei diesen Vogel-Pokémon ja ziemlich gut beschützt, denn es gibt die Gefahr, dass ich wieder one-hitted werde und das ist mir nicht gerade lieb. Deswegen gehe ich auf Nummer sicher und schicke Glumanda ins Feld. So, die Reise soll gehen zum Stachelberg, denn da war noch eine Quest offen, die wir jetzt lösen werden. Denn es gibt dort ein schönes Item zu finden, das ich haben will. Und wenn man vom Double spricht, natürlich kommt gleich so ein Vogel-Pokémon. Aber ich habe da Glumanda. Also Glumi, der mir helfen wird in dieser schweren Mission. Das heißt schwere Mission. Im Grunde ist es machbar. Ich hatte bloß Pech gehabt, dass mich dieses Vieh gerade one-hitted hat. Also sozusagen ein Critical Hit, ein Volltreffer, was auch immer. Ja, mit Macholla bin ich natürlich fertig. Dann haben wir ein Top-Deck, der ist für mich mit. Ich habe nämlich durch mein Game Over ein paar Items verloren, aber vielleicht lassen sich hier unterwegs noch ein paar Items sammeln, die ich verwenden kann. Zum Beispiel gerade der Plosiv-Samen. So, in welche Etage müssen wir eigentlich hin? Ich habe gerade noch gar nicht geguckt. Anderes, Missionsziele. Ach, E5, das ist ja nicht weit. Ich glaube sogar, wir waren schon auf der Etage und dann kam plötzlich ein Flugemon und BÄM! Flügelschlag und es war vorbei. Aber gut, ist nicht so schlimm. Attacken, na, ich werde die Attacken lieber mal die Glumanda im Flammenwurf ausschalten. Denn die brauche ich für den Ganoven, denn die sind ein anderes Kaliber als die normalen Pokémon, die hier rumlaufen. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich glaube, der hat auch ein dementsprechend angemessenes Level. Ich hoffe, dass wir mit dem fertig werden. Ich habe Synthese als Hilfsmittel. Synthese ist nämlich Heilung. Hat in die wir vor kurzem gelernt. Und das werde ich natürlich auch verwenden. So, auch gegen diesen Gegner werde ich Glumanda vorschicken, denn sein Flammenwurf kann diese Spinnen einfach mal so unhitten, denn es ist ein Käfer-Pokémon. So, und schon sind wir ganz nah am Ziel. Wenn wir Glück haben, dann spawnen wir sogar direkt im Raum, wo der Ganove sich rumtreibt. So. Da sind wir auch schon. Hier muss irgendwo sein. Ja, und da schicke ich jetzt Glumanda vor, denn das war das Pokémon, das mich one-hitted hat. Und das kriegt jetzt die Quittung. Bams! Okay, nicht gereicht. Wow, du hältst aber ganz schön viel aus, mein Freund. Und dabei bist du nicht mal der Ganove. Ach, Notsituation. Wahrscheinlich, weil keine Attacken mehr übrig sind. Oh nein, setz nicht schon wieder vor den Flügelschlag ein. Komm jetzt. Ach man, das kann nicht so schwer sein. Ist doch nur ein kleiner Vogel. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch jetzt gar nicht. Was ist das? Was soll das denn jetzt gerade? Hä? Hey, das war doch bloß so ein kleiner Vogel. Der habe ich sonst immer one-hitted. Wieso jetzt nicht? Och Mann. Das kann doch nicht sein. Das ist doch bloß. Gleich nochmal rein. Am nächsten Morgen, ja bla bla bla, das kennen wir alles schon. Ist eh gleicher Text. Nein, brauche ich nicht speichern. Kann ich später auch machen. Das kann nicht sein, das ist doch bloß so ein kleiner Vogel gewesen. Und vor allem, wieso hat Glumanda seine Attacke nicht richtig einsetzen können? Auch wegen Doppelteam wahrscheinlich. Das ist mir jetzt, muss ich sagen, ein kleines Rätsel, warum das jetzt schiefgelaufen ist.
Gut, von hinten kann mich dieses Vogelfieh sowieso schon. Aber dass es jetzt so schnell ging. Das kann doch kein Bug sein oder so. Nee, das kann ich nicht glauben, dass diese Vögelchen mich so arg getroffen hat. So, nicht aufgeben, gleich wieder hin. Ich will das jetzt erledigt bekommen. Und zwar noch in diesem Part, denn wir wollen ja auch mal in der Story weiterkommen. Und dafür müssen wir, glaube ich, mindestens eine Ganoven-Quest erledigen. Und ich will diese Ganoven-Quest erledigen. Ich will diesen Ganoven stellen. So, E4, noch ein Stockwerk bis zur E5. Zacken, Tackle. Ich tackle dich weg. So, den Kollegen hier müssen wegmachen, denn... Nein, er würde sonst nur nerven. Hä, wieso schickt denn das fehl? Das kann doch gar nicht wahr sein. Bams! Geht doch. Gut, wir behalten zwar unsere EP, aber es ist trotzdem... Ach nein, ist schon wieder so ein Vieh. Na, jetzt klappt es plötzlich One-Hit. Wieso hat das andere Vieh... kein One-Hit? Was soll denn das? So, Trappe, Trappe, wo ist die Trappe? Vielleicht war das auch der gleiche Vogel, der mich im Part zuvor so ziemlich one-hitted hat. Weil der war irgendwie stärker als die anderen, ich weiß nicht warum. So, dich machen wir mal weg, weil du nervst gerade einfach nur. Aber 51 P, nicht schlecht. Oh, der macht richtig gut Schaden. Vergiftet, na klasse. Na, wir kommen sowieso bald zur Tür. Und dann ist die Vergiftung auch schon wieder weg. Gummi, ich glaube, das gebe ich mal dir. Gloomy, sollte das besser mal... essen. Essen, richtig Einsatz. Ah, steigt merklich. Gut. War so richtig. Ja, zieht eben nicht, weiß. So, wo ist der jetzt? Ja, der ist plötzlich one-hitted. Den Stock nehmen wir mit. Wer weiß, können wir vielleicht als Waffe benutzen. So, wo bist du? Wo ist der Schuft? Wo ist das böse Pokémon? Oh nein, da ist der Vogel schon wieder. So, lieber... Nein, 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 nein! Warum One-Hit? Scheiße! Okay, jetzt muss ich sagen, habe ich auch keine Lust mehr auf diese Mission. Nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf die Mission. Jetzt machen wir eine andere Mission. Ja, ja, schlafen gehen und so weiter und so weiter. Ist schon wieder der Vogel gewesen. Es ist immer dieser blöde Vogel. Los, wieso? Das kann ich gerade nicht glauben. Das geht nicht schon mit Recht und Dingen zu. So, ja, wissen wir.
Plan kann ihnen sagen, bla bla bla, ran ans Werk und so weiter und so weiter und so weiter. Andere Quest will ich bitte haben. Gern oben vom Brett. Ja, gut, verzichten wir erstmal auf das schöne andere Item. Was wäre es eigentlich gewesen? Gut. Dann machen wir. Ach so, dann müssen wir normal. Obwohl, ja, wenn wir uns vorbeischleichen, dann müsste es eigentlich zu machen sein. Na, probier es unterwegs nochmal. Ich glaube, wenn man eine Mission macht und die andere dann Game Over geht, wenn man Game Over geht, dann wird das wohl als wird der gesamte Missionsgang wahrscheinlich als fehlgeschlagen gewertet. Oder ist eine Mission dann gültig? Ich weiß es gerade gar nicht. Du, dich kann ich... Dich mag ich nicht, weil du hast mich gerade in den unteren Etagen one-hitted. Und das finde ich blöd. Das finde ich sehr blöd. Okay. Nicht aufregen, das ist normal bei Pokémon Mystery Dungeon. Ich hatte beim ersten Durchlauf auch damals so einen anderen Patzer. Aber damit müsst ihr rechnen. Ich bin halt nun nicht so der Profi in dem Spiel. Aber ich gebe mir Mühe, es trotzdem ganz gut hinzubekommen. Ja, wenn es nicht klappt, mein Gott, dann level das noch ein bisschen. Bis das klappt. Irgendwie wird das schon hinhauen. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Ich meine, ich habe ja selbst das Pokémon 3DS Mystery Dungeon schon geschafft. Dann wird das ja wohl noch einmal durchzuspielen kein Problem sein. Was mir aber auffällt, es ist vom Schwierigkeitsgrad, so finde ich, etwas schwieriger als Team Rot und Blau. Wobei ich Team Blau auch einmal auf dem DS durchgespielt habe. Und ich eventuell auch vorhabe, Team Blau als DS-Projekt irgendwann zu starten. Wann das sein wird, kann ich jetzt nicht so sagen. Ich habe ja vorher erstmal vor Pokepark 2 in Angriff zu nehmen. Das wird irgendwann nach Mystery Dungeon kommen. Ich habe das Spiel noch nicht einmal. Es wird auf jeden Fall wieder ein Blind... Oh nein, da unten kommt schon wieder der Vogel. Oh nein. Und lass mich raten, der kommt schon in meine Richtung, oder? Anscheinend nicht. Na, bin ich ja froh drüber. Ich werde jetzt mal nicht rennen. Um zu gucken, wo er langläuft. Beziehungsweise, ob ich ihn sichten kann. Was ist überhaupt das Ziel auf dieser Ebene? Missionsziel, hol das Diebesgut. Ach ja, das Diebesgut hat ja dieses eine Pokémon. Ich würde fast wetten, das ist dieser Vogel, der das Diebesgut hat. Weil, der erscheint mir auf der Ebene am stärksten. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Dann kann es vielleicht das Pokémon sein, das das Diebesgut hat. Anderes kann ich mir nicht vorstellen. Es sei denn, es kommt eine Musik und dödödöm, die ist der Boss. Apropos Boss, ja, da drüben sehe ich es gerade. Dieses eine Pokémon. Ich werde schon mal von weitem aus attackieren. Obwohl, na nein, lieber nicht. Es kommt mir gerade gefährlich nah. Oh, hau zu, Glumanda. Bitte hau zu. So, friss Rasierblatt. Oh, der haut mächtig zu. Moment, ich habe gerade eine Idee. Vielleicht klappt's ja. Haben wir irgendwas mit Träumen? Nein, haben wir nicht.
Auf jeden Fall muss ich gerade mal Glumanda heilen, denn er hat gerade arg Schaden genommen. Ja, genau das meine ich. Ach, zum Glück daneben. Was? Amarena wäre darüber fallen gelassen. Ja, Starida war Genova. Ich wusste es doch, dass der Vogel der Ganova ist. Der war viel zu stark. Deswegen. Oder wartet mal. Team anderes. Missionsziel oder Steep ist gut auf E7 zurück. Ja, ich weiß nicht. Demnach so stark wie der andere gerade war. Ich weiß nicht, war das gerade ein Fehler gewesen oder? Ich glaube, ich werde lieber ausweichen und versuchen, den Dungeon zu verlassen. Denn ich will jetzt wirklich kein Risiko eingehen, oder? Das Kirche ist, nein. Eine Quest ist mehr als genug und ja, ich will jetzt gar kein Risiko eingehen und so stark wie der andere Ganova gerade war, will ich das jetzt nicht gerade auch noch in Kauf nehmen, eine Niederlage zu kassieren. Deswegen würde ich sagen, spielen wir es ganz normal den Dungeon zu Ende, machen diesen anderen Ganova ein andermal und dann hat sich die Sache. Dann wäre der Job nämlich auch erledigt. Und ich habe auf jeden Fall meine Rechnung mit diesen Vögelchen beglichen. Ich bin gespannt, was wir dafür bekommen. Will hoffen, es wird nützlich. Will hoffen, dass es etwas Nützliches ist. Wäre nämlich sonst ziemlich blöd. Wenn es kein nützliches Item ist. Ja, hol ruhig ab. Verschwinde ruhig. Ich brauch dich nicht. Das hat aber schon eine Menge Erfahrungspunkte gebracht, die Ganoven zu besiegen. So. Damit wäre die Mission abgeschlossen. Weil Ziel haben wir erreicht und das zählt als gewonnen. Geht nicht mehr weiter. Zeit umkehren. Stachelberg gemeistert und wir haben die Mission abgeschlossen. Danke, dass ihr meine Item am Arena-Bäre zurückgebracht habt. Bitte akzeptiert diese 2500 Poké-Dollar. Mit meinem Anteil von 250 Poké-Dollar. Nimm das Item Azugumi als Abdruck meines Dankes. Okay, ein Azugumi gibt's. Und 30 Poké-Rescue-Punkte. Na, haben wir's doch geschafft. Dann können wir zufrieden sein. Dann können wir sehr zufrieden sein. Dann verschlafen wir uns morgen Tag wieder. Guten Tag. Okay, gute Nacht. Am nächsten Morgen. Aufgestanden, ab dafür. Es ist morgen. Guten Morgen, Bucky. Speichern. Ja, ich bin mal gespannt, was wir jetzt zu tun bekommen. Und drittens, Lachen werden wir es machen. Okay, Pokémon, Zeit an die Arbeit zu gehen. Hooray! Ah, ihr zwei, lasst mich euch auch heute mitteilen. Seht nach Jobs auf dem Infobrett und nach Ganoven-Infobrett. Lediglich alle auf diesen Job, das wird für heute reichen. Verstanden? Nicht in den Plan ansagen. Okay. Nun, wenn ihr alles verstanden habt, dann auf ans Werk. Okay, wir müssen scheinbar noch mehr Jobs erledigen. Machen wir den bei der Feuchtklippe in U5? Gemeines Kleinstein. Das hört sich an. Ja, doch. Ich glaube, gemeines Kleinstein. Ja. Ich würde sagen, die Mission machen wir einfach nochmal. Dann sollte das reichen.
wird's halt mal ein bisschen länger. Wo war jetzt der, muss gerade mal schauen. Verdammte Vergesslichkeit. Gemeines Kleinstein, Feuchtklippe U5. Okay, Feuchtklippe U5, das kriegen wir hin. Das war jetzt kein so krasser Dungeon. Deswegen dürfte es eine Nachbaraufgabe sein. Und vor allem, ich bin hier im Vorteil, weil ich ein Pflanzen-Pokémon bin und die meisten Gegner sind hier Wasser-Pokémon und Kleinschein ist ein Felsen-Pokémon. Ihr wisst, was das heißt. Ich bin ganz klar im Vorteil. Deswegen spare ich mir Rasierblatt auf, um Kleinstein ordentlich einzuheizen. So, Bams, bei der Bams und fertig. Bams und fertig. Zwei. Ja, suhl ich mal Matsch. Ich gehe schön weiter. U3. Ich mach schon gleich U5. Es geht recht schnell. Na, Umwickler macht schon ein bisschen mehr Schaden als die anderen Attacken. Aber jetzt auch nicht so viel. Na komm, jetzt wird's langsam nervig. Jetzt wird's langsam sehr nervig. Komm, verschwinde. Ja. Synthese. Finde ich praktisch, ich kann mich selber heilen. Ich muss einfach nur auf Glumanda achten, dass er nicht zu viel verliert. Noch eine Seelewäre. Das Gummi kann man auch offscreen einsammeln, das müssen wir nicht machen. Wir marschieren mal direkt zu Ebene U5. Nein, 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 nein. Bams, Dankeschön, Gloomy. So, na dann, weiter geht's. Da ist er auch schon. So, Rasierblatt. Zack. Das macht richtig schön Schaden. Bams. Warte, Bams. Ja, du bist gleich Geschichte, mein Freund. Bams, friss Rasierblatt und Bams, du bist Geschichte. Der Knobelheitschein ist mir so gefüllt und dann ist es verlassen. Ja. Möchtest du durchgehen? Ja, natürlich möchte ich gehen. Denn wir sind hier fertig und haben es gut in der Zeit noch geschafft. Ihr habt den Kleinschein gefangen. Hier ist das Kopfgeld für diesen Ganoven. Enthält Anteil von 200 Pokédollar. Nehmt diese Item als eure Belohnung. Klar, Gummi. Wurde im Lager hinzugefügt. Team Poco Rescue enthält 20 Erkundenrangpunkte. Vielen Dank für eure Mitarbeit. Und wir fressen alles auf. Ich bin das gut. Wir sollten einfach schlafen. Machen wir morgen den Tag wieder einen guten Tag, Faki. Gute Nacht. Oh, neues Kapitel. Kapitel 4, die Torwächter. Am nächsten Morgen. Aufstand ab dafür. Es ist morgen. Guten Morgen, Wacky. So, wie mag es wohl weitergehen in Kapitel 4? Das werdet ihr im nächsten Part von Pokémon Mystery Dungeon erfahren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikowski, Leute.